Das Tolle ist, dass man hier eben die Möglichkeit hat, vor allen Dingen Wirtschaftsmenschen kennenzulernen, zu networken, Probleme zu diskutieren, anzusprechen und im Idealfall auch Lösungen zu finden. Also ich bin ja in München geboren, als Sohn von einer Bayerin in Regensburg geboren und mein Vater ist Engländer. Von daher bin ich ganz klar im christlich-sozialen Umfeld aufgewachsen, als waschechter, überzeugter Europäer. Insofern sind natürlich die meisten meiner Überzeugungen und Werte europäisch-christlich verankert. Ich denke aber, es ist wichtig, dass wir auch lernen, über den Tellerrand rauszuschauen, dass wir unseren Geist öffnen für neue Dimensionen, neue Ebenen. Das kann also gesellschaftsphilosophisch sein, aber auch gerade im Wirtschaftsbereich neue Energien, neue Fortbewegungsmethoden, also all das, was sozusagen in die Zukunft führt. Und das interessiert mich, hier doch in einer sehr illustren, hochprofessionellen Runde diskutieren zu dürfen. Das ist eine sehr gute Frage. Ich komme aus einem, ich sag mal, Unternehmerhaushalt im weitesten Sinne. Ich habe selbst auch eine Produktionsfirma und bin auch in anderen Firmen beteiligt, sodass mich also Wirtschaft auch immer sehr stark interessiert hat. Ich denke, was ich vorhin auch gerade schon angedeutet habe, wir müssen uns überlegen, wie wir den Sprung in die nächste Frequenz schaffen. Also in meinen Augen ist der Mittelstand nach wie vor und vielleicht sogar mehr denn je das Rückgrat einer jeden Gesellschaft. Und es gilt, uns insofern zu erhalten. Und da müssen wir Wege finden. Ich glaube nicht an Verbote, ich glaube an Anreize. Und insofern ist offene Diskussion zielführender für mich als von oben oktroyierte Gesetze, die manchmal vielleicht edel gedacht sind, aber am Kern vorbeigehen. Wir haben natürlich auch aufgrund unserer, sage ich mal, exponierten Stellung in der Gesellschaft vielleicht ein bisschen vordergründig mehr Möglichkeiten. Da kommt doch, glaube ich, eine sehr starke Verantwortung mit. Ich habe selbst zwei Kinder und da stellt man sich natürlich ganz besonders die Frage, was gebe ich meinen Kindern an Werten mit und was lebe ich konkret als Vorbild vor? Und ja, so ist das.